Eine Differentialgleichung mit Potenzreihenansatz. Folgende Differentialgleichung. Die Ableitung meiner gesuchten Funktion von x abhängig, schreibe ich jetzt nicht hin, soll sein der Sinus von der gesuchten Funktion mal x. Offensichtlich eine nichtlineare Differentialgleichung. Ich bilde den Sinus von der gesuchten Funktion. Und als Startbedingung, sage ich mal, an der Stelle 0 soll 3 rauskommen aus meiner gesuchten Funktion. Und Sie machen mal einen Potenzreihenansatz bis zum Grad 2. Ein Polynom von Grad 2 plus höhere Ordnung als Potenzreihenansatz. Gut bemerkt, diese Gleichung, Differentialgleichung, können Sie tatsächlich mit Trennung der Variablen probieren. Das Problem ist, Sie haben dann 1 durch Sinus zu integrieren und das ist schon eine mittlere Katastrophe. Also eine allgemeine Potenzreihe, beziehungsweise der Anfang einer allgemeinen Potenzreihe. A0 plus A1 mal x minus x0 plus A2 mal x minus x0 Quadrat. Bis dahin reicht es mir ja. Ich mache einfach plus 3 Pünktchen. Ist nicht ganz professionell geschrieben, aber Sie wissen, was ich meine. Das wäre ein Potenzreihenansatz, der allgemeine Potenzreihenansatz. Was sollte x0 sein? Von welcher Stelle x0 sollte ich ausgehen? Genau, x0 sollte gefälligst 0 sein, weil ich ja mit x0 gleich 0 hier starte. Meine Anfangsbedingung ist für 0 gegeben. Dann mache ich natürlich auch diese Entwicklung hier um die 0 herum. Ich weiß, wie die Lösungsfunktion um die 0 herum aussehen wird gleich. Das setzen Sie ein in die Differentialgleichung, in die Anfangsbedingung und müssten jetzt irgendwas über a0, a1, a2 rauskriegen können. Ich schreibe das nochmal kürzer jetzt hin. Y von x wird also sein a0 plus a1x, weil x0 gleich 0 ist, plus a2x Quadrat plus und so weiter. Vielleicht müssen wir gleich dann doch ein bisschen genauer sein, was die drei Punkte bedeuten. Mal sehen. Ich brauche die Ableitung, um das einsetzen zu können. Das ist hier mein Ansatz, wo wir sonst sowas angesetzt haben wie e hoch Lambda mal t oder ein Gemisch aus Sinus und Cosinus. Ist das jetzt hier der Ansatz? Eine Potenzreihe. Das will ich also gleich in die Differentialgleichung einsetzen. Ich brauche die Ableitung. Den ableiten ist nichts, den ableiten ist a1, den ableiten ist 2a2x plus Terme höherer Ordnung. Und wenn ich das jetzt hier einsetze in die Differentialgleichung, steht da die erste Ableitung a1 plus 2a2x plus und so weiter ist gleich der Sinus von meiner Funktion. a0 plus a1x plus a2x Quadrat plus höhere Ordnung mal, oh, wie ging das überhaupt? Mal x. Mal x. Und die Anfangsbedingung, das ist jetzt die Differentialgleichung. Und die Anfangsbedingung war, wenn ich 0 einsetze, soll 3 rauskommen. Wenn Sie hier, na, wenn Sie da 0 einsetzen, klar, a0 muss 3 sein. Das ist geschenkt. A0 ist gleich 3. Naja, und jetzt kann man versuchen, irgendwas daraus abzulesen. Ich muss nochmal sagen, dass diese beiden Nullen zusammenhängen. Also meine Funktion y soll diese Differentialgleichung lösen mit dieser Anfangsbedingung. Zum Zeitpunkt 0 soll sie 3 sein. Da möchte ich starten. Auf der Höhe 3 zum Zeitpunkt 0, da möchte ich starten. Und das nehme ich jetzt als Stützstelle für diesen Potenzreihenansatz. Ich entwickle um die 0 herum. Irgendwie wird meine Funktion jetzt hier durch diesen Punkt durchlaufen müssen. Ich weiß nicht wie. Ich werde versuchen, eine Tangentengrade, eine Schmiegeparabel, was auch immer zu bestimmen. An x gleich 0. An x0 gleich 0. Dieses x, das ist jetzt dieselbe Verwirrung wie eben, gerade in der anderen Aufgabe. Dieses x0 ist das x für meine Stützstelle. Um diesen Punkt mache ich die Entwicklung.
Und dieses x ist das, wo ich dann wirklich die Funktion bestimmen will, gleich. Ich habe zwei verschiedene x. Dieses x0 hier ist in der Tat das, diese 0. Das ist mein x0. Der x-Wert, für den ich die Anfangsbedingung gegeben habe, von dem starte ich. Und dann gucke ich, in welche Richtung geht das, mit welcher Krümmung geht das. Das ist sogar vielleicht die dritte Ableitung und arbeite mich da vorwärts oder auch sogar rückwärts. Das ist ja eine schöne Schmiererei jetzt. Wenn hier y von 42 gegeben wäre, als Anfangsbedingung, irgendwo weit draußen ist die 42, da möchte ich starten. Bei 42 soll die 3 rauskommen. Dann wissen Sie, hier steht 42 und Sie wissen, hier steht eine 3. Wenn Sie hier 42 einsetzen für das x, ist das weg, alles weg, es muss 3 rauskommen. Also man könnte jetzt tatsächlich rezeptartig anfangen und sagen, oh, das x0 ist immer, was da steht und das a0 ist immer, was da steht. Ich hasse Rezepte, aber an der Stelle können Sie tatsächlich ein Rezept generieren. Das, was hier als Anfangsbedingung gegeben ist, ist tatsächlich immer das a0, zwangsläufig. Jetzt habe ich hier viel vollgeschmiert, können wir das wieder herstellen. So. So sieht es jetzt also aus. Und genau das in Aktion, das A0 muss 3 sein. Jetzt kann man sich auf mehreren Wegen Gedanken machen. Ich habe jetzt einen interessanten Weg gesehen bei Ihnen, den ich gar nicht vorhatte. Mein Gedanke wäre jetzt, das wäre so die dümmste Maßnahme, dass man jetzt den Sinus als Potenzreihe schreibt und sich überlegt, was denn mit dieser Potenzreihe, die da drin steht, passiert, wenn ich die in eine Potenzreihe einsetze. Sie könnten auch anders dran gehen. Sie könnten intelligent dran gehen. Wir machen erstmal die intelligente Art. Was ist die intelligente Art? Wenn Sie sich das hier angucken, das soll für alle x-Werte gelten. Innerhalb des Konvergenzradius, egal. Für alle x-Werte um 0 herum. X gleich 0 war der Startwert. Um alle x-Werte um 0 herum soll das gelten. Was lesen Sie daraus ab? Genau, wir kriegen geschenkt, dass a1 gleich 0 sein muss. Wenn Sie nämlich x gleich 0 einsetzen, das muss ja insbesondere gelten, wenn ich x gleich 0 einsetze, dann steht da a1 plus nichts, x2, x3, es bleibt links a1 stehen und rechts steht der Sinus von a0, 0, 0, 0, 0, mal 0, rechts steht 0. a1 muss 0 sein, kann man direkt ablesen, ohne weitere Sperenzchen. a2... Vielleicht. Mit etwas Intelligenz kriegen Sie tatsächlich auch A2 raus. Überlegen Sie mal, ob Sie A2 rauskriegen mit etwas Intelligenz. Wenn nicht, probieren Sie mal eine Potenzreihe für den Sinus hinzuschreiben. Die harte Lösung, die Brute-Force-Lösung. Der intelligente Weg wäre also, hier steht jetzt, vielleicht schreibe ich das nochmal hin, was da steht dann. A1 ist gleich 0, dann steht hier ja 2a2 mal x plus höhere Ordnung ist gleich Sinus von, was wissen wir jetzt, a0 ist 3 plus a1 ist gleich 0, hier geht es also weiter mit a2 x² plus höhere Ordnung mal x. Das ist jetzt übrig geblieben. Ich habe die 3 eingesetzt, ich habe a1 gleich 0 verwendet, dann bleibt das übrig. Wenn Sie sich das angucken, wenn Sie ein ganz kleines x ansetzen, nicht 0 einsetzen, 0 ist jetzt langweilig, 2a2 mal 0 plus 0 plus 0 ist gleich Sinus mal 0, 0 gleich 0, das ist langweilig. Aber wenn Sie ein ganz kleines x einsetzen, ein Millionstel, 2a2 mal ein Millionstel plus irgendwas mit Millionstel Quadrat, Millionstel hoch 3, das macht den Braten nicht fett, ist gleich Sinus von 3 plus was Kleines mal ein Millionstel. Da schreibe ich das nochmal hin, der Gedanke dahinter, wenn es so vorstellen, a2 mal ein Millionstel, das ist eine blöde Zahl, plus etwas Winziges. Und hier steht der Sinus von 3 plus etwas Winziges mal ein Millionstel. Habe ich genug Nullen? Egal. Sehen Sie, hier können wir das Millionstel kürzen. Es bleibt 2a2 ist der Sinus von 3. a2 muss die Hälfte vom Sinus von 3 sein. Das wäre natürlich jetzt die total händewedelnde Begründung. Man müsste jetzt formal Grenzwerte bilden. Hier beide Seiten durch x teilen.
beide Seiten durch x teilen und dann Grenzwerte bilden. Aber es ist klar, dieses 2a2 muss der Sinus von 3 werden, sonst kann es nicht hinkommen. Wieder so eine analoge, händewedelnde Begründung, wie ich die Partialbruchzerlegung aus dem Handgelenk immer mache. Was passiert für x dicht bei 0? Auf der linken Seite ist es 2a2 mal x plus höhere Ordnung. Und auf der rechten Seite ist es der Sinus von 3 mit unendlich kleinen Verzierungen mal x. Die beiden müssen gleich sein. a2 muss die Hälfte vom Sinus von 3 sein. Und damit stehen da die ersten Terme. a1 gleich 0, a2 gleich die Hälfte vom Sinus von 3, a0 ist gleich 3. Das heißt, in diesem Potenzreihenansatz weiß ich jetzt a0, das ist 3, a1 ist 0, a2 ist die Hälfte vom Sinus von 3. Ich weiß, wie das losgeht. Ich weiß, es geht auf der Höhe 3, Sie sehen, ich habe da ganz viel durchgeschmiert. Ich weiß, es geht auf der Höhe 3 los. Oh, aber wie geht es dann weiter? Genau, das wissen wir jetzt. Das muss hier parabelförmig durchgehen. Meine Lösung geht hier parabelförmig durch. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber vom Prinzip her müsste das so aussehen. A0 ist 3, ich starte auf der Höhe 3. A1 ist 0, ich habe eine horizontale Gerade hier, Tangentengerade. Und A2 ist der Sinus von 3 halbe. Der Sinus von 3 ist tatsächlich gerade noch positiv. Der Sinus von Pi ist 0, der Sinus von 3 ist gerade noch positiv. Also viel flacher, als ich es hier eingezeichnet habe, ist das. So sehe das aus, vom Prinzip her. Und das könnte man jetzt weiter treiben. Okay, das wäre jetzt hier der elegante Ansatz. Angucken und nachdenken, das finde ich immer gut. Lieber einmal mehr nachdenken, als zu viel zu rechnen. Der brutale Ansatz wäre für den Sinus hier auch wieder eine Potenzreihe zu verwenden. Kann vielleicht nicht schaden, dass Sie es einmal sehen. Was passiert mit dem Sinus hier? Im Prinzip zumindest. Wenn da steht, der Sinus von a0 plus a1x plus a2x² plus und so weiter. Wenn Sie jetzt anfangen, das mithilfe der Potenzreihe für den Sinus auszubuchstabieren, wie sähe das aus? Das Ding muss ich doch jetzt irgendwie so umbauen, dass hier gleich wieder was steht mit so und so viel mal x plus so und so viel mal x Quadrat plus so und so viel mal x hoch 3 plus und so weiter. Das ist mein Ziel. Wenn ich das hinkriege, kann ich linke und rechte Seite vergleichen. Wir haben das eben elegant gemacht, durch Hingucken und Nachdenken. Aber wenn man jetzt nicht die Chance hat, es elegant zu machen, weil die Gleichung irgendwie ungeschickt ist oder weil man nicht draufkommt, wie es geht, wäre der naheliegende Weg, dass man hier sagt, der Sinus hier, den muss ich irgendwie umbauen, dass der wieder eine Potenzreihe wird. Wir haben die Potenzreihe für den Sinus, aber die hilft nicht hundertprozentig. Das sehen Sie, wenn Sie jetzt einsetzen, dass das noch nicht zu diesem Ziel führt, nicht unmittelbar zu diesem Ziel führt. Man muss einmal weiter nachdenken. Also den will ich irgendwie raffiniert schreiben. Wenn Sie jetzt aber sagen, okay, der Sinus von einem Winkel, ja, dafür haben wir eine Potenzreihe, das ist der Winkel minus der Winkel hoch 3 durch 3 Fakultät plus der Winkel hoch 5 durch 5 Fakultät minus der Winkel hoch 7 durch 7 Fakultät und so weiter, plus minus. Wenn Sie jetzt diese Potenzreihe für den Sinus nehmen und da einsetzen, wird es ja fürchterlich werden. Dann finde ich ja nämlich, dass der Sinus von a0 plus a1x plus a2x² plus und so weiter gleich sein wird. Hier ist jetzt a0 plus a1x plus a2x² plus und so weiter. Hier brauche ich jetzt minus die dritte Potenz von diesem Ding. Hiervon die dritte Potenz durch 3 Fakultät plus die fünfte Potenz und so weiter. Das wird ja fürchterlich. Wenn Sie sich überlegen, wenn Sie x gleich 0 einsetzen, das muss ja ins Besondere gehen, wenn ich x gleich 0 einsetze, kriege ich den allerersten hier. Plus so und so viel mal x plus so und so viel mal x² plus so und so viel mal x hoch 3 plus und so weiter.
Wenn ich hier x gleich 0 einsetze, kriege ich den allerersten. Hier steht 0, 0, 0. Das ist der Ärger, wenn Sie hier x gleich 0 einsetzen. Warum wird das eklig? Ah, genau, Sie kriegen hier vorne a0 und hier kriegen Sie a0 hoch 3, a0 hoch 5 und so weiter. Man hat jetzt hier schon wieder eine Potenzreihe stehen und dann mit dem a0. Die kann man dann mit dem Sinus wieder zusammenfassen, aber bei denen hier wird es allmählich haarsträubend. Das ist nicht geschickt. Man muss eine Nummer noch anders dran gehen. Nicht die nackte Potenzreihe für den Sinus. Ich muss gestehen, das ging jetzt deutlich über eine Klausuraufgabe hinaus. Keine Frage. Nicht die nackte Potenzreihe für den Sinus. Wie könnte man besser dran gehen? Wenn das hier steht und ich will in Potenzen von x das Ergebnis haben, was könnten Sie sinnvoller machen, statt dass Sie den Sinus von Phi als Potenzreihe hinschreiben? Additionstheorem ist eine gute Idee. Man nimmt den Sinus von a0 plus a1x plus a2x² plus und so weiter. Und jetzt gehen Sie mit dem Additionstheorem dran, um das a0 rauszuholen, dass das da nicht mehr drinnen steht. Irgendjemand noch eine Erinnerung? Additionstheoreme? Additionstheoreme. Nächste Seite hier, Additionstheoreme. Der Sinus der Summe zweier Winkel. Denken Sie an e hoch i mal die Summe zweier Winkel. Was passiert hier unten bei e hoch i mal die Summe zweier Winkel? Gut, das haut hier noch hin. Summe im Exponenten ist das Produkt der Potenzen. E hoch i Alpha mal e hoch i Beta. Was hat der Sinus der Summe zweier Winkel mit dem e hoch Dinges hier unten zu tun? Genau, Euler. Eulersche Identität. Hier unten, das ist Cosinus plus i mal Sinus. Wenn Sie den Imaginärteil bilden von e hoch i Alpha plus Beta, dann haben Sie den Sinus. So merke ich mir die Additionstheorem und ich bilde einfach jetzt hier auf beiden Seiten den Imaginärteil. Hier steht wieder Cosinus plus i Sinus, hier steht wieder Cosinus plus i Sinus. Was hat im Endeffekt hier ein i dabei? Vom ersten der Cosinus, vom zweiten der Sinus. Cosinus Alpha, Sinus Beta und vom ersten der Sinus, vom zweiten der Cosinus. Das hat ein i dabei. Das ist das Additionstheorem für den Sinus. Ohne Formelsammlung. Wenn Sie Euler verstanden haben. Hier von beiden Seiten den Imaginärteil bilden. Hat viel erzählt. Okay, darauf wollte ich hinaus. Der Sinus einer Summe von Winkeln, den kriegen Sie hier mit Cosinus, Sinus gemischt addiert. Das hier ist also Cosinus von a0 mal Sinus von a1x plus a2x² plus und so weiter plus der Sinus von a0 Cosinus von a1x plus a2x² plus und so weiter. Und jetzt ergibt die Potenzreihe für den Sinus Sinn, weil ich hier um 0 arbeite. X soll ja um die 0 herum sein. Der Startwert für x war 0. Hier ergibt die Potenzreihe für den Sinus Sinn, hier ergibt die Potenzreihe für den Cosinus Sinn. Das könnte man jetzt einsetzen. Ich glaube, die Aufgabe ist ja sowieso schon gelöst und wir wollen noch was anderes machen heute. So ginge das dann weiter. Da die Potenzreihe für den Sinus, da die Potenzreihe für den Cosinus. Das kommt hier rein und dann guckt man sich die Potenzen von x an. Was steht mit x hoch 0 auf beiden Seiten? Was steht mit x hoch 1 auf beiden Seiten? Also für den hier kriegen Sie dann tatsächlich irgendwas wie so und so viel mal x plus so und so viel mal x Quadrat plus so und so viel mal x hoch 3 plus und so weiter. Und dann vergleichen Sie die Potenzen. Genau, das wäre für klausurmäßig zu viel. Diese elegante Lösung, wenn ich die irgendwie geschickt verkaufen könnte in der Klausur, wäre okay für die Klausur, aber diese Lösung mit blanker Gewalt über Potenzreihen vom Sinus wäre zu viel.